Hallo, hier geht es um einen Umlade- bzw. Entladeprozess an einer Induktivität. In einem zweiten Teil auch um wirklich zwei unterschiedliche Induktivitäten. Okay, was haben wir? Wir haben den einfachen Schaltkreis hier. Zum Zeitpunkt T gleich 0 wird die Induktivität aufgeladen. Wir hatten vorher, dass bei T kleiner 0 IL gleich 0 ist bzw. war und wir dann starten können mit 0 kleiner t kleiner t1, wir ein IL vorfinden, das dann da ist IQ mal 1 minus e hoch minus t mal r durch l. So, also der ganz normale Ladeprozess. Wir könnten uns die Spannung noch dazu schreiben, aber die brauchen wir nicht unbedingt. Wir können natürlich uns ein I1 definieren, was hier sein soll, ein IL von T gleich T1, das macht es dann gleich ein bisschen leichter, das ist IQ mal 1 minus E hoch minus T1 mal R durch L. Und wenn wir sagen, dass T1 sehr viel größer als L durch R, also diese Zeitkonstante ist, dann geht I1 gegen IQ und werden zum Beispiel dann bei W die Energie auf der Induktivität am Zeitpunkt T1, die dann gehen würde auf ein halb L IQ Quadrat. Natürlich, wenn wir hier etwas andere Verhältnisse haben, dass T1 eben nicht sehr viel größer als L durch R ist, dann wäre da I1 Quadrat drauf, also ein halb L I1 Quadrat. Okay, weitaus spannender, natürlich der Zeitpunkt, wenn umgeschaltet wird. Wichtig ist hier zu betonen, dass das Umschalten ideal erfolgen muss. Also nicht wie bei praktischen Schaltern, dass erst getrennt wird und dann wieder die rechte Verbindung geschaltet wird. Das würde hier nicht funktionieren. Das führt zu Funken. Ich erkläre gleich noch, wie man die löscht und wie man das umgeht. Wir gehen erstmal davon aus, dass die Umschaltung ideal erfolgt. Und dann bauen wir uns ein Ersatzschaltbild auf mit der Spule, die einen Strom führt. Kriegt also hier diese Stromquelle mit I1 dazu, kriegt hier ein IL' und wir haben hier ein IL und das Ganze geht an RP. Eigentlich haben wir genau die gleiche Situation wie vorher, nur dass jetzt ein anderer Widerstand da ist und eine Umladung eines IL, einer anderen Spule L' auf IL' erfolgt. Die Spule ist natürlich die gleiche Induktivität. Wir bekommen jetzt also hier den Ausdruck IL' von T gleich, naja, wir müssen sehen, dass er andersrum geht, also minus, und dann wird es I1 sein, mal 1 minus E hoch minus T minus T1 mal RP durch L, so dass dann IL von T vorliegt mit I1 plus IL' von T, also gleich, das können wir gleich wegmachen, die dann wir hier haben, I1 mal E hoch minus T minus T1 mal RP durch L. Also die ganz normale Entladekurve, die wahrscheinlich die allermeisten hier kennen. So, entscheidend ist, dass man hier eine andere Zeitkonstante hat. Also hier ein Tau von L durch RP vorliegt. Während wir hier noch die Ladekonstante L durch R hatten. Zudem, und darauf möchte ich jetzt aufmerksam machen, haben wir auch unterschiedliche Spannungen. Wenn wir uns nämlich mal anschauen,
welche Spannung hier am Ende vorlag. Das machen wir an der Stelle hier nochmal. Dann fließt ja am Anfang aller Strom hier durch R durch. Das heißt, wir hatten hier ein U von T gleich IQ mal R mal E hoch minus T mal R durch L. Während wir hier an dieser Stelle jetzt für T größer T1 ein U von T vorliegen haben, das da ist I1 mal RP mal E hoch minus T minus T1, ups, da wird es knapp, RP durch L. Man vergleiche vor allen Dingen diese beiden Ausdrücke hier, der hier noch korrigiert werden muss um I1. Und dann versteht man auch das Bild, das ich hier schon mal vorgerechnet habe, ausgerechnet habe. Rot ist wieder der Strom, blau ist die Spannung. Man sieht zunächst einmal, dass der Strom nicht springt. Also der Strom ist stetig. Die Spannung aber, die ändert das Vorzeichen. Und das habe ich hier leider nicht richtig zum Ausdruck gebracht. Hier fehlt nämlich das Minuszeichen an der Stelle, was letztlich aus dem IL' hier rauskam, ändert das Vorzeichen und der Betrag der Spannung im Max oder Min ist stark unterschiedlich. Und zwar ist es einmal das IQ mal R und zum anderen das I1 bzw. IQ mal RP. Und da schreiben wir noch das RP dazu. Sodass nach Maßgabe von RP es dazu kommen kann, dass die Spannung sehr hoch werden kann. Wenn RP größer als R ist Betrag der Spannung. Der Spannung kurz nach T1 größer als kurz nach T gleich 0. So, welche Konsequenz hat das? Nämlich genau die Konsequenz, die ich eben gefordert habe, dass das ein idealer Schalter hier sein muss. Wenn ich zwischendurch etwas sehr, sehr Hochohmiges, nämlich vielleicht sogar eine Isolation hier habe, die hier vorliegt, dann wird es zu einer großen Spannungserhöhung führen und das führt einfach dazu, dass es hier einen Funkenüberschlag oder sowas gibt oder der Schalter kaputt geht. Wir sehen auch, dass in diesem Fall ist der Ladewiderstand RP 10-mal so groß gewesen wie der Widerstand R. Man sieht hier, dass das also sehr, sehr viel schneller geht. Das heißt also, RP bestimmt auch maßgeblich die Zeit, aber auch hier die Spannungserhöhung, die hier durchaus auf 100 Volt gehen kann, beziehungsweise minus 100 Volt. Nun, wie verhindert man das ideal oder praktisch? Denn was wir nicht haben, ist ein idealer Schalter, der in 0 umschalten kann. Dann hätten wir zwischendurch entweder einen kompletten Kurzschluss hier, oder man hätte zwischendurch die Situation, dass eben doch die Spannung sehr hoch wird. Und das wollen wir nicht. Das heißt, man könnte hier mit einer Freilaufdiode arbeiten. Die ist hier parallel zu L, und zwar in Sperrrichtung Richtung bei Anschluss der Quelle. So, was macht die? Zunächst mal sperrt sie hier, während der Schalter geschlossen ist, weil wir dann ja hier oben
Plus haben. Nun, wenn der Schalter geöffnet wird, dann kehrt sich ja die Spannungsrichtung um. Das heißt, wir hätten hier das Plus und der Strom könnte sauber hier durchfließen. Muss natürlich aufpassen, dass die nicht durchbrennt, die Diode. Muss entsprechend dimensioniert werden und man müsste dann im Ersatzschaltbild im Endladefall auch tatsächlich die Diode ersetzen in der Modellierung als einen Widerstand. Wo taucht sowas praktisch auf? Ein praktisches Beispiel ist zum Beispiel die Steuerung eines Relays. Steuerung eines Relays aus einem Mikrocontroller heraus. Auch bekannt als Transistor, als Schalter, aber wir wollen uns nicht zu sehr um den Transistor kümmern. Hier hätten wir den Mikrocontroller. So, der über einen Widerstand, hier einen Basiswiderstand, entsprechend dimensioniert, die Basis ansteuert, eines hier NPN-Transistors. An diesem NPN-Transistor auf einem höheren Spannungsniveau von 12 Volt hängt ein Relay. Dieses Relay hat eine Spule. So ist es ja aufgebaut. Damit, in dem Fall, wo das Ding länger durchschaltet und das Teil hier dann natürlich sehr stark leiten wird und einen höheren, hohen Strom führen kann, hier nichts durchbrennt, gibt es hier noch einen Vorwiderstand RV hier oben, zu den 12 Volt zum Beispiel. Aber ganz wichtig hier eben diese Freiluftdiode, dass dann, wenn der abschaltet, der Transistor und der Stromfluss hier unterbrochen wird, die Diode einspringen kann und die Spule entladen kann. So, mit dieser Einsicht verabschiede ich mich.